Ich begrüße euch auf dem YouTube-Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung Rheinland-Pfalz, einem irgendwie Corona-Nebenprodukt, das es vorher nicht gab. Mein Name ist Jonas Engelmann, ich arbeite dort bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir haben natürlich, wie fast alle Menschen, auf verschiedenen Ebenen mit der Corona-Pandemie zu tun. Auf persönlicher Ebene, zu Hause im Homeoffice, in der Kinderbetreuung, in allen möglichen anderen Kontexten. Aber auch natürlich, weil ja grundsätzlich sozusagen unsere Geschäftsgrundlage, nämlich politische Bildungsveranstaltungen zu organisieren, nicht mehr so möglich ist, wie es vorher war. Weswegen wir dann auch eben unsere Veranstaltungen ins Netz verlegt haben, was zwar keine sehr schöne Alternative ist, aber immerhin irgendwie funktioniert. Und hier im Netz versuchen wir dann seitdem letztendlich gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu begleiten und uns eben auf der einen Seite mit irgendwelchen Querdenkern und Verschwörungsideologen umzuschlagen und zu beschäftigen und auf der anderen Seite aber auch mit den sozialen Folgen der Corona-Pandemie, mit den Folgen, mit der Situation in den Pflegeberufen etc. uns zu beschäftigen. Also letztendlich zusammengefasst mit sowas wie einer vielleicht Entsolidarisierung auf einer gesellschaftlichen Ebene, die sich dann auch in verschiedenen Statements, mit denen man so konfrontiert wird, immer wieder findet, wie zum Beispiel einem Ende November vom Bundesverband der deutschen Industrie geforderten Aufruf, wo es hieß, es bleibt wichtig, wirtschaftliche Aktivität weitestgehend am Laufen sowie Schulen, Kindergärten und Kitas offen zu halten. Zentral muss sein, das Risiko von Jojo-Shutdowns für Wirtschaft und Gesellschaft zu reduzieren. Soweit dieses Zitat. Reduziert werden soll also weniger das Infektionsrisiko als vielmehr das Shutdown-Risiko. Und auch sehr bezeichnend in diesem Statement ist, dass die Wirtschaft vor der Gesellschaft genannt wird. Was dann ja letztendlich auch politisch so umgesetzt worden ist. In dem aktuellen Lockdown in Deutschland zumindest bleiben die Betriebe offen, die Büros besetzt. Dieser Lockdown betrifft vor allem das private Umfeld und den Einzelhandel. Und gleichzeitig sind die Zahlen der Neuinfektionen und der Toten so hoch wie noch nie. Die Initiative Zero Covid, die am 14. Januar an die Öffentlichkeit getreten ist, fordert angesichts all dieser Statements und Lockdowns und eben nicht wirklich Lockdowns und vor allem angesichts der Zahlen an Neuinfektionen und Toten einen radikalen Strategiewechsel. Und deswegen freue ich mich, dass ich Elisa Assefa und David Schrittesser, Entschuldigung, von dieser Initiative heute hier im Gespräch habe. Elisa ist Autorin und Kulturveranstalterin in Berlin und David Schrittesser Mathematiker in Wien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Eigentlich jetzt bin ich in Toronto angestellt, also, aber ich bin ursprünglich aus Wien. Okay, also eine sehr international vernetzte Struktur, die ihr da geschaffen habt. Woran man ja sieht, dass es offensichtlich eine Struktur ist, die ja auch Corona-bedingt sozusagen in dieser Weise entstanden ist, die geografisch sehr weit verstreut ist, aber vermutlich auch aus sehr unterschiedlichen politischen Backgrounds und Kontexten entstammt. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden und was ist letztendlich denn euer gemeinsamer politischer Nenner? Also auf die Initiative bezogen kann man sagen, dass das so ein bisschen aus unterschiedlichen netzpolitischen Ecken zusammengeflogen ist tatsächlich. Da haben Einzelpersonen organisiert, aber das hat sich wirklich innerhalb kürzester Zeit rasant gefüllt. Und all diese Einzelpersonen waren aber auch schon länger im Gespräch in anderen Kreisen. Es sind schon vorher Gruppen und Zirkel entstanden. Das Bedürfnis, sich über Corona und die Krise und Antworten auf diese Krise zu verständigen, das ist ja nicht neu. Und ich glaube, bisher waren das halt eben so, also ganz analog zu den Antworten, die auf diese Krise gefunden wurden, nämlich alles ins Private verlegt. So hat man sich auch im Privaten verständigt. Und was jetzt eben durch diesen Anstoß passiert ist, dass all diese kleinen Zirkel zusammengefunden haben und dann ist das rasant angewachsen. Und wir sind selber eine Mischung aus sehr erstaunt und sehr begeistert und gleichzeitig auch war das Gefühl, okay, das war wirklich nötig, dringend nötig.
David, ich weiß nicht, vielleicht siehst du es nochmal. Ich finde, du hast das ganz perfekt ausgedrückt. So, ja, für mich war das auch genauso. Also es hat eigentlich mit Diskussionszirkeln im Internet begonnen, wo wir uns über Covid ausgetauscht haben, Informationen ausgetauscht haben, es diskutiert haben, politisch diskutiert haben oder auch einfach irgendwie verarbeitet haben, dass wir jetzt quasi auch vielleicht mit unserer Vorstellung relativ alleine dastehen, wie damit umzugehen wäre. Und irgendwann einmal waren das dann so viele Leute, dann hat irgendjemand gesagt, so jetzt nutzen wir doch diese Netzwerke und machen was. Und das war dann wirklich super, was da in den letzten Tagen passiert ist. Also das habe ich auch noch gar nicht oft erlebt in meinem Leben so. Das ist wirklich schön. Ja, es ist ja irre, wie viele Leute jetzt unterschrieben haben schon, die den Aufruf sozusagen. Damit auch diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder den Aufruf noch nicht gelesen haben, könnt ihr vielleicht ganz kurz eure zentralen Ziele in aller Kürze zusammenfassen, bevor wir dann gleich auf diese 5 zentralen Forderungen vielleicht nochmal separat eingehen, die ja sozusagen da aufgelistet sind. Aber so ganz einfach nur, was ist euer Antrieb gewesen und was war die sozusagen steht im Zentrum eurer Diskussionen und eurer Forderungen? Also, soll ich oder willst du? Leg ruhig los. Also, für mich die einfachste Formel, auf die man das bringen kann, ist diese 2 Worte von solidarischem Shutdown. Also die Grundidee ist einfach, dass man eine Pandemieantwort findet, die der Bedürfnisse der Mehrheit gerecht wird und nicht die Bedürfnisse der Wirtschaft vor alles andere stellt. Also genau das Gegenteil von dem, was du vorher gesagt hast, dass eben Gesellschaft an erster Stelle steht in der Pandemieantwort. Und für uns ist der zentrale Punkt eben, dass man deshalb das Wirtschaftsleben nicht ausnehmen darf. Also der Virus macht natürlich keinen Unterschied zwischen dem Arbeitsplatz und dem Privatvergnügen. Und also für mich war das relativ schnell klar, dass eine Strategie, die nur darauf abzielt, Menschen in ihrem Privatleben einzuschränken und das Wirtschaftsleben unangetastet zu lassen, dass die nicht zum Erfolg führen kann, dass die nur zu vielen Toten führen kann und zu viel Leid und nicht wirklich der Pandemie Herr werden wird. Also das ist jetzt vielleicht nicht so genau noch unsere 5 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt so genau im Kopf habe, aber also für mich ergibt sich daraus alles andere. Also die Idee einfach, dass auch das Wirtschaftsleben stillstehen muss und das, ich meine, gut, der wesentliche Punkt ist natürlich auch, die Strategie dahin zu ändern, dass wir wirklich 0 Fälle fordern. Also das ist ja quasi, ich finde immer, es hat so 2 Komponenten ein bisschen, diese Strategie. Das eine ist eine wissenschaftliche Komponente, das andere ist eine politische. Ich habe jetzt erstmal die politische ein bisschen genauer erklärt, aber es geht auch Hand in Hand mit der wissenschaftlichen Analyse, dass es nicht möglich ist, ohne viel Menschenleben zu verlieren, ohne dass Risikogruppen einfach quasi dem Tod überlassen werden, dass es nicht möglich ist, den Virus einfach so vor sich hinköcheln zu lassen. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch einfach eine wissenschaftliche Tatsache, die ein bisschen verschwiegen wird von der generellen Pandemieantwort. Genau, also David hat ja schon so ein bisschen gesagt, dass das eben dieses Zusammengehen aus die soziale Frage ist nicht zu trennen von der wissenschaftlichen Frage und letztlich auch nicht von der wirtschaftlichen Frage tatsächlich, die hier immer so zentral gemacht wird. Aber ich glaube, man kann, und ich würde es gerne nochmal anders fassen, weil jemand hat gesagt, es ist so ein bisschen wie wir versuchen, Vernunft zu erkämpfen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir mit diesem Aufruf und mit diesem Bewegungsanstoß versuchen. Und Vernunft heißt im Falle der Pandemie
fällt das wirklich deckungsgleich zusammen und vielleicht ist es sogar immer so mit radikaler Solidarität. Ich glaube, am Schluss geht es uns darum, Solidarität wirklich radikal zu denken. Was heißt das am Ende? An was muss man denken? Wer muss mitgenommen werden? Was muss der Staat tun, damit eine Gesellschaft in dieser vollen Breite so eine Krise bewältigen kann? Und dafür ist radikale Solidarität gefragt. Und das ist etwas, was offensichtlich absurd erscheint, aber gleichzeitig glasklar vor uns liegt. Es ist das Vernünftigste, es ist das Einfachste und es ist das einzig Wirkungsvolle. Und es ist schön für uns zu sehen, dass das keine kleinen Splittermeinungen sind, als die oft behandelt werden, sondern dass sich die Menschen jetzt zusammenzutun, um zu dieser radikalen Solidarität zu finden. Ja, so konkreter, ein bisschen konkreter die wesentlichen Punkte, wie wir diese Solidarität umsetzen wollen. Eben das ist eben der erste Punkt, dass die Wirtschaft auch ein Shutdown, ja, weiß ich nicht, geshutdownt werden soll. Ne? Dass quasi die wirtschaftliche Aktivitäten auf das Notwendigste reduzieren werden, dass der Arbeitszwang sozusagen aufgehoben wird, temporär für die Dauer der Pandemie, der allgemeine. Damit geht aber eben auch einher, dass man Menschen finanziell unterstützt, also nicht, dass man quasi prekär Beschäftigten einfach verbietet, ihrer Arbeit nachzugehen und Geld zu verdienen, sondern dass man ihnen ermöglicht, zu Hause zu bleiben, indem man sie finanziell unterstützt. Ein weiterer Punkt dabei ist natürlich, also wenn es ums Finanzielle geht, dass auch das Finanzielle solidarisch gestaltet werden muss. Und das bedeutet einfach, dass man große Vermögen zur Finanzierung heranzieht, dass man Konzerne besteuert, also Konzerngewinne besteuert und auch große Vermögen besteuert und das eben nicht ohnehin schon arme Menschen für die Pandemie bezahlen sollen. Also wir stellen uns eben vor, dass der Staat quasi sowas wie ein Pandemie-Grundeinkommen zur Verfügung stellt, Kleinunternehmer auch unterstützt, Cafés, Restaurants oder prekär Beschäftigte. Das ist unser Konzept von niemand zurücklassen. Zu diesem Konzept, also mir ist beim Lesen natürlich auch sofort diese Idee der Solidarität ins Auge gesprungen, die ja eigentlich über allem steht und die ja sozusagen auch die Klammer ist um alle Punkte, die ihr einfordert. Mir ist aber in ein paar Punkten noch nicht sozusagen die konkrete Möglichkeit oder die konkrete Umsetzung dieser solidarischen Forderungen so ganz klar geworden, weil ihr sprecht ihr zum Beispiel in dem Punkt, wo es darum geht, dass niemand zurückgelassen werden darf. Einerseits geht es darin um die finanzielle Absicherung, also das, was du jetzt gerade als Grundeinkommen benannt hast. Auf der anderen Seite geht es in dem Punkt ja aber auch um Menschen in beengten Wohnverhältnissen, Menschen, die in einem gewalttätigen Umfeld leben. Da ist mir nicht ganz klar geworden, wie aus der Idee der Solidarität heraus im Kontext von einem sozusagen Shutdown, da konkret niemand zurückgelassen werden kann. Also wie ist das sozusagen in dem Feld umsetzbar? Also jenseits dessen, dass es natürlich Also, unwahrscheinlich ist, dass die Wirtschaft sich solidarisch erklärt und ja. sagen, aber jenseits dessen, dass natürlich hinter euren Forderungen ja auch gewissermaßen vielleicht eher so ein Gedankenanstoß steckt als eine politische Forderung, die mit großer Wahrscheinlichkeit in 2 Monaten umgesetzt sein wird. Aber es geht ja sozusagen darum, auch bestimmte Ideen anzustoßen und in eine bestimmte Richtung zu drängen. Ja, klar. Also ich glaube schon, dass es auch eben, wir fordern einerseits natürlich Dinge, die man sofort umsetzen könnte, wenn man wollte. Aber wir wollen natürlich auch den Diskurs also ein bisschen verschieben. Es hat natürlich einen größeren, also eine Sache, die wir ja auch fordern, ist, dass man Institutionen ausbaut und finanziert. Also jetzt zum Beispiel, wenn es um Gewalt geht im Haushalt. Wir sagen ja, auch in unserem Aufruf, wir wollen, dass soziale Institutionen wie Sozialarbeit oder Gesundheitsvorsorge viel stärker finanziert werden in Zukunft. Ja, und also ich glaube, das ist wirklich
was so abstrakt klingt, radikale Solidarität. Wir versuchen, wenn ich sage, wir versuchen, das zu Ende zu denken, dann heißt das, wie können Menschen, wie können wir einerseits dieses Virus aufhalten und dieses Sterben damit aufhalten tatsächlich, dieses Sterben, das nicht zwangsläufig ist, das nicht notwendig ist, das wir aufhalten können, und gleichzeitig die Welt so oder unsere Welt, unsere Umwelt so einrichten, dass das nicht auf die ärmsten, schwächsten nach unten umverteilt wird, ne? Und das bedeutet eben, niemanden zurücklassen, was zum Beispiel konkret heißt, ein Mietenstopp. Das kann eine Bundesregierung tun. Das kann sie veranlassen. Wir können einen Mietenstopp haben. Wir können sagen, auch ein Gewerbemietenstopp. Dringend notwendig. Wir haben unzählige, und das wird sich erst in diesem Jahr so richtig zeigen, wir haben unzählige Kleingewerbe, Einzelhändler, die an Mieten zugrunde gehen tatsächlich. Und das heißt aber eben auch, wenn wir über Grenzschließungen nachdenken, natürlich muss der Reiseverkehr gestoppt werden, und zwar radikal. Natürlich muss der Geschäftsverkehr, so gut es geht, eingeschränkt werden. Und gleichzeitig müssen natürlich die schwächsten Glieder, was natürlich flüchtende Menschen sind, arme Menschen, die unterwegs sind, natürlich müssen die weiter aufgenommen werden. Natürlich müssen wir Strukturen schaffen, wo das nicht sozusagen zu anderem Leid führt. Und es ist eben nicht unmöglich, beides zu fordern, sondern das ist genau unsere Aufgabe. Also die Behauptung, das sei unmöglich, das ist immer die ein Interesse vertritt. Und wir versuchen, unser Interesse in den Vordergrund zu stellen. Und das heißt, niemanden zurücklassen. Ich denke auch, dass, also das kommt natürlich immer wieder, dass dann gesagt wird, wir sind für geschlossene Grenzen, wenn wir diesen Shutdown fordern. Und das stimmt natürlich einfach nicht. Die Grenzen sind in unserer Konzeption einfach nur für andere Leute geschlossen. Die wären offen für Flüchtlinge, die wären geschlossen für Geschäftsreisende und Menschen, die irgendwie nach St. Maurice chatten zum Skifahren. Das ist der Unterschied, ne? Und das ist, ich finde dann immer lustig, dass gesagt wird, wir sind quasi so restriktiv unterwegs, weil wir den Jetset verbieten wollen zu reisen, während aber momentan es den Flüchtlingen verboten ist zu reisen, und dafür interessiert sich irgendwie eigentlich keiner. Ich fand es auch ganz spannend tatsächlich, dass es ja auch gewisse Punkte gibt in euren Forderungen, die dann ja auch sehr radikal über die Pandemie hinausweisen. Also gerade wenn es zum Beispiel um die Gesundheitsinfrastruktur geht. Also die Forderung sozusagen im Gesundheits- und Pflegebereich sozusagen bestimmte ökonomische Interessen hinten anzustellen. Das ist ja was, und da sozusagen eine ganz neue Struktur auch zu schaffen und bestimmte Entwicklungen zurückzunehmen, das ist ja was, was tatsächlich auch über die aktuelle Situation hinausweist und ja auch versucht, sozusagen diese Idee der Solidarität auch in eine Post-Pandemie-Zeit irgendwie mit rüberzunehmen. So. Und das fand ich sehr wichtig, sozusagen in diesem Forderungenkatalog, dass der eben zwar natürlich auf die Gegenwart gemünzt ist, aber eben auch darüber hinausweist und auf eine sozusagen vielleicht auf die Hoffnung setzt, dass diese Solidarität vielleicht auch darüber hinausweisen kann. Ich glaube, das ist auch durchaus eine Folge davon, dass diese Kampagne so extrem breiten Zulauf hat, ne? Weil da einfach viele Leute drinnen sind, die in anderen Zusammenhängen diese Forderungen schon mal gestellt haben. Also wir haben zum Beispiel eben viele Leute aus dem Gesundheitsbereich, und die fordern das wahrscheinlich jetzt nicht zum ersten Mal, und das fließt dann eben hier mit ein. Was ja in den letzten Monaten ja auch sehr deutlich geworden ist, wo ihr ja auch letztendlich mit eurem Begriff der radikalen Solidarität und auch dem, was du eben gesagt hast, dass es sozusagen nicht darum geht, die Grenzen für die schwächsten Glieder zu schließen, sondern nur für bestimmte Strukturen sozusagen. Das ist ja letztendlich auch ein radikales Gegenkonzept zu der Entwicklung, die man in den letzten Monaten beobachtet hat, wo ja sozusagen der Blick immer mehr nach innen gegangen ist und die Grenzen immer enger geworden sind und sozusagen dieses nach außen abschotten und auf das eigene Blicken,
sei es, wenn es um irgendwelche nationalen Impfkampagnen geht oder was auch immer, ist das ja sozusagen auch ein Gegenkonzept dazu, also zu so einer Nationalisierung von des Blickes vielleicht erstmal, also das wieder sozusagen auch irgendwie zu öffnen hin zu einem solidarischen Miteinander. Aber gleichzeitig ist eure Initiative ja eine, die sich dann doch auf einer gewissen Ebene ja zunächst mal an eine bestimmte Gruppe richtet, sage ich mal, nämlich an die, an einer Stelle ist es Europa, anderswo ist es dann sozusagen, der Aufruf geht ja ganz konkret an die deutsche, österreichische und Schweizer Regierung, sage ich mal, aber eben auch Bevölkerung. Also es ist ja ein gewisser Widerspruch irgendwie darin, oder sehe ich das jetzt einfach zu falsch? Also, und darauf würde ich gerne kurz antworten, da das ist sehr zentral für das, was mich, glaube ich, so ein bisschen zu dieser Forderung gebracht hat und auch in dieser Pandemie sehr beschäftigt hat. Was die Pandemie, also die Pandemie stellt uns vor Herausforderungen, von denen eine wesentliche ist, wir müssen in Widersprüchen denken. Das sind nämlich eigentlich keine Widersprüche, diese Sachen gehören zusammen. Und das habe ich das Gefühl, das schafft eine unfassbare Überforderung. Was die Pandemie nämlich von uns verlangt, ist lokal organisieren, lokal agieren und gleichzeitig global denken, maximal global und einschließend denken. Und dieses nationale Denken in den Grenzen, das würde ich sagen, war ein fataler Fehler, den man hier begangen hat. Was man aber natürlich trotzdem tun muss, ist, einen Fokus zu setzen auf den Handlungsrahmen. Aber dass es sozusagen beides verlangt, das macht das so schwierig. Und ich glaube, das ist auch für politische Zusammenhänge oder auch für politische Fragen so eine besondere Herausforderung, dass diese Begrenzung, die wir jetzt erfahren, warum reden Leute wie wir, ne, mit progressiven Ideen, teilweise linken Background, warum reden wir plötzlich über Grenzschließungen, warum rufen wir den Staat an, ne? Und das oder wollen ihn in die Pflicht nehmen, ich würde es eher so ausdrücken. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass dem Ganzen natürlich eine globale Perspektive unterliegt. Eine Riesenfrage, zu der wir noch gar nicht gekommen ist, was ist eigentlich, wie sieht die kontinentale Verantwortungslage im Moment aus? Fatal sieht die aus. Das Pandemiegeschehen hier, das eskalierte Pandemiegeschehen in der westlichen Welt hat eine Spirale in Gang gesetzt, für die der Trikont, der globale Süden, am Schluss die Rechnung bezahlen wird. Wir müssen das unterbrechen. Wir müssen das so mit aller Kraft jetzt endlich zum Ende bringen. Ja, ich bin sofort fertig. Und ich glaube, diese Zweiseitigkeit, die sich in dieser einen Frage gestellt hat, also diese Zweiseitigkeit, der begegnen wir wirklich in jeder Frage, die uns im Hinblick auf die Pandemie beschäftigt. Und das macht es so schwer, das hat es auch so schwer gemacht, zusammenzufinden. Ich wollte nur ganz kurz was dazu sagen, nämlich weil es mir gerade eingefallen ist. Also es ist eh klar, dass diese Pandemie Ausschlüsse noch verschärft, weil das jede Krise macht. Ne? Das ist so ein bisschen ein Standardsatz, aber was zum Beispiel nicht so richtig noch, glaube ich, viele Leute am Schirm haben, ist, wie stark das weitergehen wird noch die nächsten Jahre. Also bis der globale Süden geimpft ist, das wird dauern. Und momentan zeichnet sich das so ein bisschen ab, dass man dann bestimmte Dinge nur noch machen kann, wenn man geimpft wird. Zum Beispiel vielleicht kann man nicht mehr fliegen. Und das wird nochmal ganz andere Ausschlüsse produzieren. Also das heißt, ich meine, gut, viele Leute aus dem globalen Süden können sowieso schon nicht einfach nach Europa fliegen, aber das wird halt nochmal verschärft durch irgendwie so eine Art von Impfregime. Ja? Ich meine, ich bin natürlich absolut pro Impfung, aber also das ist auch einer von den Punkten von unserem Aufruf, dass wir wollen, dass die Impfung global gerecht verteilt wird. Mhm.
Ja, das ist ja tatsächlich was, was sich gerade nicht so abzeichnet. Da hast du ja gerade schon erwähnt. Das fand ich gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass es das sozusagen dieses in Widersprüchen denken und dieses, dass das ja immer eine große Schwierigkeit ist. Es war ja auch schon immer eine große Schwierigkeit für die Linke, sich sozusagen mit den inneren Widersprüchen, die einfach mal so hinzunehmen und vielleicht damit auch zu leben, dass es Widersprüche gibt, die man nicht auflösen kann. Und das ist, glaube ich, was, was sich jetzt ja auch nochmal zeigt. Und was ich aber auch ja gleichzeitig, also dieser Widerstand gegen Widersprüche ist ja auch das, was dann auch in der Kritik an euch sozusagen immer wieder formuliert worden ist. Also es gab ja einerseits Kritik von, weiß ich nicht, so von erwartbaren Menschen wie Ulf Poschardt, ich weiß gar nicht mehr, was er da geschrieben hat, aber das war ja jetzt nicht überraschend, dass es kommt. Aber es gab ja auch zum Das war Beispiel. ganz toll. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, vielleicht Genau. hast du es im Kopf, das Zitat, ich kriege es gerade nicht zusammen. Aber es gab ja auch von sozusagen von der anderen Seite gab es ja auch Kritik. Also es gab ja in der Taz, glaube ich, diesen einen Artikel von, ich weiß gar nicht mehr, wer den geschrieben hat, Thomas Gerlach, glaube ich, wo er schreibt, das wäre so eine halb totalitäre Fantasie, die ihr da irgendwie formuliert habt. Ich glaube, das war im Wesentlichen sehr ähnlich wie das, was Poschert gesagt hat. Wahrscheinlich, ja. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass es ja vielleicht so ein Bewerbungsschreiben war für eine andere Zeitung oder sowas. Aber ist ja auch wurscht. Aber was ist denn eure Reaktion auf so eine Kritik? Also, wie geht ihr damit um? Was ist eure Antwort auf diesen Vorwurf, dass ihr sozusagen autoritäre Maßnahmen einfordert? Also, auf diesen Taz-Artikel haben wir keine Antwort, weil wir den tatsächlich vernachlässigenswert fanden. Das war, also wenn sich die Kritik keine Mühe gibt, muss man sich keine Mühe geben mit der Kritik. Also das kostet alle Energie. Aber natürlich der Vorwurf, also dieses große Massenbewegen, den Staat hier in die Pflicht nehmen wollen, einsetzen wollen. Wir wollen ihn einsetzen, wir wollen ihn vor allem zwingen zu einer Bewegung, weil uns klar ist, dass ein epidemiologisches Geschehen, ein pandemisches Geschehen ohne große Steuerungselemente nicht zu machen ist. Das ist unsere Überzeugung. Das ist das, was. Und ich glaube, und hier kommen wir wieder zurück zu dieser Frage mit den Widersprüchen, nicht wahr? Das geht aber also wirklich Hand in Hand mit der kleinen Organisation, mit dem, was wir tun müssen, ja? Mit den Communities, die sich finden müssen, mit der kleinen Solidarität, ob das jetzt die Straße ist, die Kita, die Geflüchteten, das steht nicht im Widerspruch, sondern wir müssen beides, wir müssen das eine herstellen und das andere verlangen können. Und genau, ich glaube, damit autoritär zu kommen, ist ein großes Verkennen, es ist sonst nicht zu machen. Wir sagen sonst Ja zum Sterben und ich möchte zu diesem Sterben nicht mehr Ja sagen. Und es war von Anfang an ein großes Versäumnis der Linken, dass wir so schwer zu einer Antwort oder überhaupt zu einer Stimme und zu Möglichkeiten gefunden haben. Ja, voll, das glaube ich auch. Also es hat einfach fast ein Jahr lang irgendwie eine laute linke Bewegung gefehlt, die irgendeine Art von, weiß ich nicht, kohärenter Antwort angeboten hat. Und das ist schon mal super, dass das jetzt anders ist. Ich meine, ich weiß auch nicht, diese Frage mit dem Staat, das ist ja irgendwie was, eine alte Bekannte, ne? Das ist auch so, weiß ich nicht, wenn es um Gewerkschaftspolitik geht, dann ist auch die Frage, will ich eine große Institution, die mich vertritt, wenn ich die habe, ist das dann nicht wieder ein Herrschaftsinstrument und so weiter und so fort. Das sind Fragen, mit denen wir im Grunde seit, weiß ich nicht, 200 Jahren wahrscheinlich zu tun haben und die immer wieder sich auf dieselbe Art und Weise stellen und immer wieder auch ungelöst bleiben müssen. Natürlich, müssen wir in bestimmten Fragen den Staat in die Pflicht nehmen und natürlich gehen wir damit das Risiko ein, dass der Staat nicht ganz genau so agiert, wie wir das vielleicht haben wollen. Ja? Das ist irgendwo etwas, mit dem wir als Linke umgehen müssen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, vom Staat zu verlangen, das zu tun, was zu tun ist.
egal was er dann macht. Und das wäre im Moment quasi dieses Sterben lassen für die Wirtschaft zu bremsen, weil das ist für mich ein humanistisches Anliegen. Und wenn der Staat dem nicht gerecht wird, dann ist das für alle Beteiligten vielleicht auch ein Aha-Erlebnis. Ja? Aber fordern muss man es von ihm und von sonst momentanen Lage kann man es von niemand anderem fordern. Ich habe jetzt auch in der Bewegung angestoßen, eine Debatte darüber, die Gewerkschaften einzubinden mehr, weil es ja auch darum geht, genau in dieser Frage, wenn wir einen Shutdown fordern, wer führt den durch? Führen denen dann die Chefs durch in den Betrieben oder führen denen die Betriebsräte durch? Natürlich bin ich dafür, dass denen die Betriebsräte durchführen, aber in der Diskussion wird sich dasselbe nochmal abspielen, weil auch die Gewerkschaften ja nicht ganz ohne Kontrollfunktionen sind in der linken Bewegung. Und wie soll ich sagen, irgendwie das spielt sich auf vielen Ebenen immer wieder ab. Ne? Im Endeffekt spielt sich das jedes Mal ab, wenn man in einer linken Organisation einen Vorstand wählt und dann kann der Vorstand Dinge entscheiden. Keine Ahnung, also es gibt natürlich zumindest in meinem Umfeld in letzter Zeit so eine Art von libertäre Linke, die so tut, als man braucht nicht nur keinen Staat, man braucht auch keine großen Organisationen. Ich zumindest halte das für keine Antwort. Also ich bin sicher nicht jemand, der sagt, der Staat soll da einfach reinfahren wie in China. Das ist ja nicht das, was wir vorschlagen. Aber ich glaube nicht, dass man die Auseinandersetzung führen kann, ohne den Staat zu adressieren und sich irgendwie in so libertäre Muster zurückziehen. Also das halte ich für unmöglich. Du hast gerade die Gewerkschaften erwähnt. Die werden ja auch in dem Aufruf ganz konkret adressiert. Gab es da bis jetzt irgendeine Reaktion aus dieser Richtung, also eine Form von Solidaritätserklärung oder Ablehnung oder was auch immer? Nein, also das Ganze läuft ja jetzt seit 4 Tagen und diesen Gedanken, dass man da jetzt auch die Gewerkschaften stärker ansprechen sollte, den habe ich heute in unsere Gruppe formuliert. Aber was wir haben, ist, wir haben viele Gewerkschaftsaktivisten in der Kampagne. Aber die sind momentan quasi einfach als mehr als Privatpersonen da und weniger als Proponenten von gewerkschaftlichen Organisationszusammenhängen. Und ob es aus dem... Oder? Sehe ich das richtig, Elise? Also ich würde sagen, es ist tatsächlich noch ein bisschen zu früh, um diese Frage zu stellen. Ich glaube, die Gewerkschaften müssen... Ich nehme an, dass da gerade auch diskutiert wird über diesen Ansatz und die werden zu einer Antwort finden müssen. Und ich glaube, im Moment stehen die in diesem gleichen Widerspruchsdilemma wie eben alle. Einerseits gibt es nur das Diktum der Wirtschaft. Was in diesem Diktum ist die Rolle der Gewerkschaften klar gesetzt. Wir versuchen das umzudrehen. Jetzt muss sich überhaupt erstmal der Blick wenden. Ich bin mir sicher, dass wir Gewerkschaften gewinnen werden, Gewerkschaftsaktivisten. Das wird von unten passieren, genau wie immer alles von unten passieren muss, was tatsächlich solidarisch ist. Und reden wir in 2 Monaten nochmal drüber, wie das mit den Gewerkschaften aussieht. Können wir gerne machen, ja. Aus dem Kontext eurer Adressaten, also der Politik sozusagen, gab es da irgendwelche Formen von Reaktionen auf den Aufruf? Ich muss hier kurz einhaken. Ja. Die Adressaten sind nicht in erster Linie, wir haben jetzt keinen Aufruf an die Bundesregierung gemacht, denn sonst hätten wir einen Aufruf an die Bundesregierung gemacht. Wir haben einen Aufruf an die Bevölkerung gemacht. Wir wollen... Jemand hat den Shutdown von unten erklärt. Der ist nicht so zu verstehen, dass wir das jetzt alles selber machen und uns irgendwie selber finanzieren. Der ist so zu verstehen, dass dieses Aufstehen zu einer Stimme finden und Forderungen stellen. Also einfach diese ganz einfache Idee. Eine Bevölkerung kann aus sich heraus Forderungen stellen. Sie soll es sein, die bestimmt, was ein Staat zu tun hat. Das ist eigentlich ein sehr klassischer Gedanke, den wir hier versuchen durchzuführen. Wir rufen die Bevölkerung zu einem radikal solidarischen Blick auf diese Krise auf und das ist eine andere Blickrichtung und offensichtlich findet es Gehör.
die Bundesregierung ist am Ende, der ganz am Ende, nicht mal Adressat, sondern Instrument. Und wir wollen, dass Leute anfangen, das zu benutzen. Ganz genau, das finde ich super. Genauso, das ist wunderbar formuliert. Also wir wollen eigentlich die Leute dazu aufrufen, für ihre Interessen einzutreten und existierende Institutionen so zu begreifen, dass sie für ihre Interessen eintreten sollen. Und wenn nicht, dann muss man diese Institutionen verändern. Und das halt im Rahmen der Pandemiebekämpfung, weil das halt gerade das ist, was am wichtigsten ist. Ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass es sozusagen ja auch tatsächlich ein anderer Adressat ist als sozusagen die sowieso auf eine bestimmte Art und Weise entscheiden werden, auch nächste Woche sich ja zusammensetzen und Entscheidungen treffen werden, die sich wahrscheinlich auch nicht von dem beeinflussen lassen, was ihr fordert, aber dass es natürlich wichtig ist, dass es bestimmte Forderungen aus einer anderen Richtung gibt und dass es sehr wichtig ist, dass tatsächlich zum ersten Mal eine laute linke Stimme auch, die sich kritisch mit bestimmten Entwicklungen, die damit zu tun haben, auseinandersetzt, irgendwie in all ihren Widersprüchen irgendwie aber wiederfindet. Und wir können auch langsam zum Ende kommen, weil es soll ja auch tatsächlich jetzt, es ist ja ein Anfang, an dem wir gerade stehen, von einer Entwicklung, die... Ich wollte es noch nicht abwürgen jetzt, ich wollte nur sagen, dass es ja auch ein Anfang ist, wo man auch gucken muss, wie entwickelt sich das, weil du ja auch eben meintest, lass uns in 2 Monaten nochmal sprechen, wie die Gewerkschaften dann darauf reagiert haben und wie sich bestimmte Dinge entwickelt haben. Aber sag du jetzt erstmal, was du gerade sagen wolltest, bevor ich jetzt weiter... Genau, ich glaube, wir müssen weg von diesem ein bisschen depressiven Blick und irgendwie der Machtlosigkeit ich glaube das nämlich einfach nicht. Ich glaube, diesen Blickwinkel zu drehen, dieses und auch ein bisschen so den ideologischen Panzer zu durchbrechen, das ist unglaublich schwierig und das hat einen langen Anlauf gebraucht. Ich glaube, es ist ein Anfang gesetzt. Was ich aber glaube ist, und ich glaube, das möchte ich nochmal so stark betonen, wir kommen hier nicht einfach nur mit soften Lösungen, weil wir sagen, naja, so wie die Kirche, das muss man doch aus Nächstenliebe einfach so tun, sondern es geht wirklich um den Gedanken der Vernunft, der da drin ist. Wir versuchen hier wirklich gerade Vernunft zu erkämpfen. Und früher oder später wird die Politik dort ankommen müssen, denn es gibt tatsächlich keine Alternative dazu, dieses Virus als das zu begreifen, was es ist. Und die Antworten darauf sind ehrlich gesagt nicht schwierig. Die sind sehr einfach. Es scheint schwierig zu sein, dorthin zu finden. Und ich bin mir sicher, sehr sicher, findet diese Stimme ein Gehör in der Bevölkerung, dort, wo sie hingehört. Wird sie stärker gemacht? Wird die Politik darauf reagieren müssen? Das heißt nicht, dass nächste Woche unser Programm umgesetzt ist. Das heißt, dass eine Realisierung der Lage und eine Konfrontation und die soziale Frage, die Erkenntnis, dass die soziale Frage nicht zu trennen ist von der gesundheitlichen und am Ende eben auch nicht von der wirtschaftlichen, die wird sich schneller durchsetzen müssen, als es bisher gewünscht war. Da bin ich ziemlich sicher und sehr optimistisch. Ich denke, wir können hier an dieser Stelle relativ optimistisch sein. Das war alles, was ich nochmal sagen wollte. Ja, also. Heißt du diesen Optimismus, David? Ja, total. Ich finde das super. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wenn das so weitergeht mit dieser Dynamik, dann wird das eine Stimme sein, mit der man irgendwie umgehen muss. Und selbst wenn es nur dazu führt, dass sich Leute politisieren und anders über diese Dinge nachdenken, also wenn sich an der Pandemie Leute politisieren, ist das für mich auch schon ein Ziel, das erreicht worden ist, auch wenn natürlich das Hauptziel wäre, wie du sagst, quasi Vernunft, wie hast du es gesagt, Vernunft zu erkämpfen. Das finde ich. Vernunft erkämpfen, das hat jemand anders geschrieben und ich fand das sofort, ich dachte, das ist genau das, was wir versuchen hier zu tun. Ja. Und das Vernünftige ist das Solidarische. Glaubt ihr das, also aus eurem Aufruf spricht ja auch so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass das Potenzial besteht, diese
Vernunft zu erlernen oder Solidarität zu erlernen, wenn man jetzt mal auf die Zeit, die ja irgendwann dann auch da sein wird, der Postpandemie blickt, also wenn dann irgendwann dank Impfungen das auch vielleicht alles mal wieder auf einer anderen Ebene läuft hier gesellschaftlich, glaubt ihr, dass also ich denke, dass es noch sehr lange Nachwirkungen auch dieser ganzen Pandemie natürlich geben wird. Und es sah ja sehr lange so aus, als wäre eine der Hauptnachwirkungen oder der problematischsten Entwicklungen eben eine Form von Entsolidarisierung auch der Gesellschaft, Spaltungen, wie auch immer. Jetzt spricht bei euch ja tatsächlich so eine Hoffnung aus dem Aufruf, eine Hoffnung, dass man diese Vernunft erkennen und Solidarität lernen kann und dass es da auch eine gesellschaftliche, also eine Hoffnung gibt für die, sozusagen für eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu was Positivem. Das ist ja ein sehr optimistischer Blick. Ich bin grundsätzlich eher ein pessimistischer Mensch, deswegen weiß ich nicht, ob ich das so teilen kann, aber es ist schön, das zu lesen, so, ne? Dass es sozusagen diese für euch irgendwie aus dem dystopischen jetzt irgendwie auch irgendwie einen Schimmer gibt, der irgendwie, an dem man sich vielleicht klammern kann. Wie seht ihr diese Post-Pandemie-Zeit und was glaubt ihr, was sich da verändert, wie sich die Gesellschaft vielleicht auch verändert wird? Ich finde sowohl dystopisch als auch utopisch sind gar keine Kategorien, die für uns jetzt gerade eine Rolle spielen tatsächlich, oder für mich zumindest nicht. Und ich habe auch gerade kein Wunschkonzert ausgemalt. Ich habe gesagt, dass die Politik sich in der Antwort auf die pandemische Krise sich anders orientieren wird müssen, weil sie ist gescheitert, ganz klar. Ein extremes Beispiel war Schweden, wir haben das alle gesehen, das war schon, also ich habe schon lange als Todeskult bezeichnet die anderen europäischen Staaten sind nicht so wahnsinnig weit weg, wie sie es gern wären davon. So, und das ist nicht rational, das ist maximal unvernünftig, und ganz am Ende dadurch eben auch mal, also sowieso auch maximal unsolidarisch, aber es ist einfach auch, es ist weder wissenschaftlich noch, es ist auf keinem Level, über das wir reden, gerechtfertigt. Die USA haben mit ihrer, auf einem noch viel größeren Level, haben die USA mit ihrer fatalen Antwort auf diese Krise, von der Deutschland nicht weit weg ist, ihr zukünftiges Ende als Supermacht besiegelt. Es gibt auch eine große geopolitische Komponente in all dem, ne? Die Pandemie, also wenn ich über Postpandemie nachdenke, dann sind das die Ereignisse, wo ich denke, das wird ein umwälzendes Ereignis gewesen sein im Nachhinein. So, von einer automatischen Verbesserung, Solidarisierung oder gar kommunistischen Errungenschaft würde ich hier definitiv nicht sprechen. So funktionieren diese Sachen nicht. Ne? Ich denke, es ist ganz einfach. Es gibt hier gerade Arbeit zu tun und wir haben angefangen, sie zu machen. Und da können wir zu Ergebnissen finden. Von Utopien und Dystopien lassen wir uns gerade weder beeindrucken noch leiten, noch träumen wir davon. Ja, das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist, es ist sehr schwer, einen Blick auf das Post-Pandemie-Zeitalter zu haben, weil es so wahnsinnig unvorhersagbar ist, was jetzt passiert. Also allein, wie lange diese Pandemie noch dauert, traue ich mich nicht vorherzusagen. Das kann sein, dass das uns jetzt noch 2 oder 3 Jahre beschäftigt. Es kann sein, dass dieses Virus mutiert. Also es kann noch zu gigantischen Verwerfungen, kommen. Ich glaube, diese Vorstellung, dass es jetzt eine Impfung gibt und deshalb ist es spätestens im Sommer vorbei, das könnte sein, dass das ein ziemlich böses Erwachen gibt. Das glaube ich nicht, dass das so sein wird. Deshalb ist es für mich schon mal überhaupt schwer, sich vorzustellen, wie die Pandemie jetzt weitergeht. Und Post-Pandemie, also bin ich wirklich überfragt. Was mir noch eingefallen ist, was ich gerne sagen möchte, ist, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft gibt, die stattfindet. Ne? Also
das Volk war für den Staat immer schon eine Ressource, die bewirtschaftet wird. In Schweden gibt es eine ganz lange Tradition von eugenischer Politik. In England gibt es die auch. Also das war früher auch schon so. Und das wird halt jetzt wieder zum Thema. Die ganze Wissenschaft der Epidemiologie hat nicht wirklich zum Ziel, Menschenleben zu retten, sondern zum Ziel, die wahre Arbeitskraft nicht zu sehr zu dezimieren. Ne? Also, und ich finde, und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, aber wir sind hier die wahre Arbeitskraft. Wir haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wir melden uns dazu zu Wort und das finde ich gut. Vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, an einem Freitagabend mit mir über euer Projekt oder eure Initiative zu sprechen. Danke, dass wir eingeladen wurden. Ja, voll, sehr, hat mich sehr gefreut. Danke. Ich hoffe, dass sie viel Gehör weiterhin finden wird und dass wir uns tatsächlich vielleicht in 2 Monaten nochmal sprechen und gucken, wie es weitergegangen ist. Das wäre ja spannend. Alle.